Hallo, guten Tag. Willkommen aus Taiwan. Das sind die Sieger eines Dorfwettbewerbs in Taiwan. Ihr Hauptpreis, eine Reise nach Deutschland mit Stopp in Walmerod. Schönen guten Tag, Lütkefeder. Folgen Sie mir und dann erläutere ich Ihnen, was wir in Walmerod so alles tun. Der Dorfmittelpunkt von Walmerod. Wer es nicht weiß, glaubt es nicht. Viele Häuser haben hier leer gestanden und sind saniert worden. So sehen Häuser aus, die nicht gepflegt sind und die nicht umgebaut sind und nicht saniert haben. Und davon gab es eigentlich hier viele. Von denen sind inzwischen nur noch wenig übrig. Die anderen wurden mit viel Liebe hergerichtet. Von Einheimischen oder auch Zugezogenen. Seit 11 Jahren wohnt hier Familie Ludwig, ursprünglich aus der Eifel. Verbandsbürgermeister Klaus Lütkefeder erinnert sich noch gut, wie es hier vorher aussah. Das war die Zeit, wo es hier richtig Ärger gab, weil sich regelmäßig Leute beschwert haben. Stinkt, Sauerei, Einsturz und so weiter. Da war schon ein bisschen mehr. Die Ludwigs hatten in der Nähe Arbeit gefunden, suchten ein altes Haus auf dem Land. Ein altes Haus hat immer eine Seele. Und haben dann erstmal Reihumschlag gemacht und haben alles, was an Gestrüpp hier auf dem Grundstück war, platt gemacht. Und haben dann leider feststellen müssen, dass wir an dem Haus auch nichts mehr retten konnten. Also ein Neubau. Die Gemeinde hat ihn mit insgesamt 8.000 Euro bezuschusst. Schön, aber nicht ausschlaggebend für die Familie. Ich genieße halt einfach die Nähe zu allem. Man kann mal gerade eben sagen, ich erledige das noch eben und bin dann ruckzuck wieder hier. Also ich kann mal eben auf die Post oder ich kann mal auf die Bank. 21 Dörfer gehören zur Verbandsgemeinde Walmerod. Freie Grundstücke, alte Häuser werden nicht im Gemeindeblättchen, sondern gemeinsam im Internet angeboten. Manch einer denkt ja immer noch, wir würden hier, ein bisschen wie in den 50er Jahren leben. Das Thema ist lange durch. Bis heute hat die Verbandsgemeinde 320 Bauprojekte gefördert. Alle mitten im Ort. Und seit 14 Jahren hat keine Ortsgemeinde ein Neubaugebiet ausgewiesen. Wenn der Ortskern nicht attraktiv ist, ist der Ort nicht attraktiv, dann kommen keine Leute und die da sind, ziehen weg. In Walmerod haben sich neue Geschäfte angesiedelt. Apotheke, Bank, Metzger, Bäcker, alles da. Um den Rest kümmert sich Klaus Lütkefeder. Ich kann nicht nur ein Projekt machen, was für junge Familien ist. Oder eins, was für Senioren ist. Ich muss gucken, wie passt das zusammen. Woanders steht es abseits am Ortsrand. In Walmerod hat man auch das Seniorenzentrum in die Mitte gebaut. Und die gucken sich gerade mal Walmerod an. Und da habe ich gesagt, da müssen wir auf jeden Fall mal hier vorbeigehen und guten Tag sagen. Die taiwanesische Delegation sammelt fleißig Ideen, weil auch bei ihnen die Dörfer aussterben. Klaus Lütkefeder nimmt uns ein paar Kilometer mit durch seine Verbandsgemeinde, nach Hundsangen. Dort wurde das Freibad renoviert für 1,6 Millionen Euro. Zuschüsse gab es von Bund, Land und EU. Lütkefeder weiß, wie es geht. Die ganze Region hat etwas davon. Ja, andere machen zu. Wir haben auch gesagt, wir müssen es zumachen oder wir machen es richtig. Wir haben uns dafür entschieden, es richtig zu machen. Statt hoher Erschließungskosten für Neubaugebiete investieren sie in das, was da ist. Noch ein Konzept, das die Taiwanesen überzeugt. Wenn es dieses Dorf in Taiwan geben würde, würden viele dorthin ziehen. Wir erzählen den Leuten in Taiwan, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, besucht Walmerod. Das ist ein wunderschöner Ort. Ich denke, jeder hier ist entspannt und glücklich. Ich mag es. Ich will hier wohnen. Darf ich? Die Gäste aus Taiwan haben viel gelernt in Walmerod. Anerkennung vom taiwanesischen Minister für Dorfentwicklung. Ganz herzlichen Dank. Okay. Moment. Ja.